Herzlich willkommen bei Ökometrie, das Experiment. Eine kurze Sonderausgabe unserer regulären Sendung, in der ich mich selbst gewagten oder weniger gewagten Selbstversuchen unterziehen werde und diese dokumentieren werde auf eine ganz spezielle Art und Weise. In unserer ersten Sendung geht es um das Thema Obdachlosigkeit. Ich gebe zu, ich habe selbst einmal kurz davor gestanden, aber zum Glück ist es nie dazu gekommen. Deshalb wollte ich es einmal wissen, wie es sich anfühlen kann, wenn man nachts allein in einer fremden Großstadt über die Runden kommen muss mit wenig Geld. Nun mag der heutige Versuch vielleicht nicht ganz die krassen Seiten zeigen und darstellen, aber zumindest gibt er Ihnen einen kleinen Einblick, wie man sich fühlen kann in so einer Situation. Dabei geht es weniger um die wirtschaftlichen Seiten, sondern vielmehr um den Eindruck und die emotionale Lage, in der man sich selbst befindet und wie man über andere Menschen dann denkt. Köln, eine Großstadt, eine Millionenstadt. Hier steht nicht nur der Dom, sondern auch ein Herz Deutschlands. Und wie in jeder Stadt kann man hier auch alle sogenannten Schichten vorfinden. Von überreich bis bettelarm. Zwar ist die Anzahl der Obdachlosen hier in den letzten Jahren stark gesunken, dennoch sind viele mehr oder weniger unfreiwillig angewiesen, die Nächte auf den Straßen zu verbringen. Ganz ungefährlich ist es also nicht, dass ich dieses Experiment ganz alleine wage, ohne mein näheres privates und geschäftliches Umfeld dies wissen zu lassen. Dabei gehe ich auch bewusst ein großes Risiko ein. Aber nur dadurch werde ich auch einen realen Einblick bekommen, wie sich die Obdachlosigkeit anfühlen kann. Die Ausgangssituation. Es ist 15 Uhr nachmittags, ich habe aus meinem Hotel ausgecheckt, meine große Bridge-Kamera und mein Navigationssystem haben kaum noch Strom und mein Tablet-PC ist auch tot. Zum Filmen bleibt mir zum Glück noch als Hauptschlagader meine Action-Cam. In meinem Portemonnaie befinden sich noch meine letzten 5 Euro. Dieses Geld hätte ich mir ebenso erbetteln können. Aber nehmen wir diesen Fakt heraus und überlegen, was der nächste Schritt ist. Nahrung besorgen. Und das tat ich auch. Stunde 1 des Experiments. Ich habe mir jetzt aus dem Lidl eine Flasche Limonade und eine Packung Waffeln geholt und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Wind nimmt etwas zu, der Regen hat jetzt etwas nachgelassen, aber wir schauen mal, wie kalt es denn noch gegen den weiteren Abend wird. 17 Uhr. Nach einer kurzen Verweildauer dort fange ich an, ziellos herumzulaufen. So zu tun, als ob ich als Tourist nur die Stadt erkunden wolle. Innerlich wächst eigentlich aber eine Art Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Ich versuche aber diese traurigen Gefühle vor den anderen Menschen zu verbergen. 18 Uhr. Apropos Menschen. Wie reagieren die Leute, wenn sie einem so herumirren sehen? Anscheinend lässt sich niemand von mir stören, was natürlich zum einen wohl auf die hohe Zahl der Touristen als auch derer,
in sozial ärmeren Schichten zurückzuführen ist. Aber letztlich bedeutet das, dass die Menschen solche Anblicke dann wohl auch gewohnt sind. 19 Uhr. Meine persönliche Gefühlslage hat sich verschlechtert. Je später es wird, desto trauriger werde ich. Mir schmerzen die Knochen und Gelenke. Es ist sehr windig und kühl. Einen Versuch, im Kostüm ein paar Euro zu erspielen oder zu erbetteln, ist in den Tagen der Fastnachtsstimmung fast unmöglich. Denn viele Leute rennen schon in Faschingsanzügen herum und feiern zum Teil wohl auch sich selbst. Doch dann passiert etwas für mich Unerwartetes. Nun, was war das Unerwartete? Eine Person, welche vielleicht nicht viel älter als ich war, mit einem sehr ausländischen Akzent, schlich sich zu mir gegenüber auf eine der Sitzbänke und quatschte mich an. Ey, was schaust du, Alter? Was ist los, Mann? Nicht sehr ernst, eher traurig. Ich weiß nicht, wo ich die Nacht überbleiben soll und so, denn ich kann mir kein Hotelzimmer leisten. Ah ja, ich bin selber erst gestern zurück nach Köln gekommen. Ich hätte mir meine eigene Wohnung, weißt du. Aber jetzt wohne ich wieder bei meinen Eltern und sonst hätte ich dir Übernachtung angeboten, Alter. Weißt du, was das hier ist? Das ist Uhr wie Handy. Möchtest du kaufen? Nein, ich habe selber ja nichts, außer Sachwerte wie meine CDs oder ein Buch. Und das kann ich den Leuten ja hier draußen auch nicht aufschwatzen, so wie du mir gerade mit der Uhr. Aber kennst du die Dinger? Hast du Ahnung davon? Weißt du, wie die draußen rum kosten? Ja, also, so viel ich weiß, in den chinesischen Großhändlershops bekommt man günstig schon welche für 70 Dollar. Und die teureren gehen dann so bis ungefähr 300 Dollar. Also 50 Euro und die gehört dir? Ja, ich sagte ja schon, ich habe ja kein Geld. Ja, dann wünsche ich dir noch eine schöne Abend. Naja, was ich nicht wusste, ist, dass dies wohl eine Masche von osteuropäischen Bandenmitgliedern ist, die Gegenstände stehlen, um sie dann irgendwo anders wieder zu Geld zu machen. Aber dazu später mehr. Den juristischen Schaden bei so einem Kauf hatte dann nur der den Gegenstand auch kauft. Aber ganz ehrlich, wer tut das schon? Experimentstufe 2, also mir ist kalt, es wird sehr windig hier oben und ich weiß nicht, ob ich diese Nacht so einfach überstehen kann. Es kommen Emotionen hoch, man versucht sich zu beruhigen, aber es ist sehr, sehr schwierig. Man kehrt in sich. So kann man das in etwa bezeichnen. 21 Uhr. Ich bin wieder von der Domplatte los und laufe seit einer halben Stunde im Zentrum von Köln herum. Innerlich fange ich an, sauer zu sein. Sauer auf mich, sauer auf Fehler in der Vergangenheit. Und so langsam vergesse ich ganz, dass dies hier nur ein Experiment ist. Außerdem fangen meine Gelenke an, immer stärker zu schmerzen. Zuerst der Rücken und dann vor allem die Beckenknochen. Ich laufe sozusagen immer krummer und langsamer. Dieses Gefühl wird mir wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Um 22 Uhr gibt dann im Hauptbahnhof meine Selfie-Cam den Geist auf. Stufe 3 des Experiments. Es geht inzwischen etwas besser. Ich bin hier in der Bahnhofsstation und... Nach dem Aufenthalt in der Bahnhofshalle begebe ich mich gegen 23 Uhr
noch einmal auf die Straßen, um nicht ganz so sehr aufzufallen. Zumindest ist dies in dem Moment meinem Gefühl zumute der richtige Schritt. Welche Anlaufstellen bleiben mir, um mich aufwärmen zu können, ohne als Penner angesehen zu werden? Eine, ziemlich in der Nähe, ist das Gebäude der WDR-Arkaden. Schauen wir mal herein. Danach war ich noch einmal bei einem nahegelegenen Kiosk und hatte mir etwas Strom erschnorren können für meinen Tablet-PC. Aber zurück in den Hauptbahnhof. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, noch einmal über das Thema mit den osteuropäischen Banden sprechen zu wollen. Nun, die machen teils ganz raffinierte, aber auch leicht durchschaubare Dinge, um an ihre Taschen zu kommen und somit an die Gegenstände, die sie entwenden möchten. Bei mir versuchten sie dies durch ein einfaches Täuschungsmanöver, bei dem ich abgelenkt werden sollte. Ich saß vor einem Schließfachschrank und von der einen Seite kam ein Typ an mit einer Parfümflasche, die er mir andrehen wollte. Er brachte auch noch eine zweite Person mit, die er mir erstmal nur als seinen neuen Bekannten vorgestellt hatte. Nun, mein Rucksack stand zwar vor mir, ich hatte ihn aber immer fest im Blick. Ich bemerkte nur, als Typ 1 mit seiner Parfümflasche sich zu mir wendete, damit ich mal daran riechen solle, drehte sich der Typ 2 merkwürdig um. Ja. Danach kam dieser näher auf mich und tat so, als ob er eine Wunde an der Hand hätte, mit einem augenscheinlich blutigen Pflaster. Er versuchte, in meinen Rucksack zu kommen, und stammelte dabei und sprach auch kein Brocken Deutsch. Nun, der andere Typ mit der Flasche fragte mich plötzlich, ob ich Verbandszeug hätte. Auf den Trick fiel ich aber schnell herein. Ich nahm meinen Rucksack schnell wieder an mich und sagte, nein, ich habe leider keins, tut mir leid, zischt ab. Aber das mit dem Blut ist schon eine sehr interessante und lustige Sache. Denn dieser Trick ist ganz simpel. Den können Sie sogar ganz einfach zu Hause nachmachen. Und das sollten Sie auch, damit Sie nicht selber eines Tages darauf hereinfallen. Sie brauchen im Wesentlichen dazu 3 Dinge. Zunächst einmal handelsüblichen Ketchup. Dann etwas Seife, am besten Handwaschseife. Und dann brauchen wir noch etwas zum Anmischen. Ja. Und am besten ein bisschen roten Saft oder Rotwein. Ja. Jetzt mache ich Ihnen das mal hier vor. Also, etwas Ketchup. Dann etwas Seife. Die finden Sie übrigens auf jeder Toilette. Jetzt will das nicht. Deswegen ist das so einfach, weil Sie den Ketchup bekommen Sie in jedem Restaurant auf dem Bahnhof. So, jetzt mische ich das hier an. Ja, man sieht, das wird schon eine leicht cremige Substanz hier. Sie können das auch näher sehen. Ich halte das mal näher in die Kamera. Ja, und da sieht man, die ist etwas flüssig jetzt, aber die ist auch sehr zäh und deswegen eben sehr gut haftend. So, und wenn Sie jetzt noch ein klein wenig roten Farbstoff, zum Beispiel über Rotwein, ja,
hinzugeben. So. Jetzt ein bisschen vermischen. Naja, noch etwas mehr. Das kann jetzt hier ruhig etwas kleckern. Aber dann sieht man hier eins, das vermischt sich ordentlich mit der ganzen Soße. Dann erhalten Sie eine Farbe, einen Farbstoff. Wenn Sie den jetzt auf die Hand hier auftragen, dann läuft der richtig schön. Noch mehr, noch etwas mehr. Etwas dosieren. Etwas dosieren. Genau, jetzt wird die Substanz richtig dosiert. Ja, man sieht es jetzt, es wirkt ziemlich rot und ziemlich echt wie Blut, denn es läuft auch, man sieht das jetzt hier, es läuft auch ziemlich gut herunter, so gut wie Blut. Und so ähnlich sah den Typ seine Hand auch aus. 1 Uhr. Ich spaziere in und um den Hauptbahnhof noch eine ganze Weile herum. Inzwischen bin ich schon sehr kraftlos und beschäftige mich geistig nur noch mit mir selbst. Anscheinend ist dies eine Art Schutzreflex, den der Körper und das Gehirn in solchen Situationen ausüben, um zu verhindern, dass man wahnsinnig wird. Denn immerhin, in dem Moment habe ich ja jeglichen Luxus verloren, den ich sonst immer hatte. Von einem Moment auf den nächsten so weit herabzufallen, wie man in unserem kapitalistischen System sagt, ist sehr frustrierend. Aber durch die innerliche Einsicht der ausweglosen Situation fängt man auch an, sich den Gegebenheiten einfach anzupassen. Leider missbrauchen wir selber im Alltag solche Erkenntnisse, auch wenn dies unbewusst passiert, indem wir einfach Gleiches zu Gleichem sortieren, um damit eine Gruppe von Menschen zu identifizieren und zuzuordnen und leider auch allzu oft zu verurteilen. Gegen 3 Uhr sitze ich an einer Stelle im Bahnhof, wo ich etwas ruhen kann, denn ich bin inzwischen doch recht müde. Das Ende des Experimentes rückt zwar näher und ich weiß, dass ich in ein paar Stunden wieder im Bus sitzen werde, aber die Gedanken selber Tag für Tag so überleben und über die Runden kommen zu müssen, lassen mich nicht mehr los. 6 Uhr. Die Nacht ist so gut wie herum. Ein doch sehr spannendes und interessantes Experiment. Nachts allein in einer fremden Großstadt. Nun, endlich kann ich auch ein Wörtchen mitreden und die Leute verstehen, die nachts hier auf der Straße leben und überleben müssen. Bevor ich in circa 1,5 Stunden abfahre, begebe ich mich noch ein letztes Mal auf die Straßen rings um den Hauptbahnhof und versuche innerlich die Erfahrungen der letzten Stunden zu verarbeiten. Mein Leben, wie ich es normal führe, auch wenn es sehr hart ist, hat dennoch viel mehr Luxus als das, was man hier draußen erlebt. Es ist eigentlich schlimm genug, dass in einem doch so reichen Land wie Deutschland so viele Menschen mehr oder weniger unfreiwillig auf der Straße leben müssen. Es ist aber genauso schlimm, dass einige sich freiwillig auf die Straße begeben, um sich den Druck der Gesellschaft zu entziehen, der durch die Geldmachereien und Zahlenspielereien entsteht. Wir sollten also bei allen Dingen ansetzen, damit solche Filme wie dieser hier auch nur Experimente bleiben und nicht eine knallharte Realität widerspiegeln müssen. Persönlich nehme ich sehr viel mit aus dieser Nacht, vor allem weitere Erkenntnisse, wie sehr man sich zum einen als Obdachloser auf sich selbst reduziert und auch auf andere achtet und zum anderen, wie dies die Menschen tun, die ein Zuhause haben. Menschsein fasziniert, aber es sollte nicht damit enden,
dass das als Vorwand angebracht wird, um Dinge wie die Obdachlosigkeit zu rechtfertigen oder zu verharmlosen. Denn wir sind alle nur Menschen. Vergessen wir das.